Und dann im Frühjahr, nächsten Frühjahr, ich wollte das nicht mehr, ich habe mich dann beworben, erst bei der Maschinenbauschule in Dortmund. Und um da anzutreffen, habe ich dann mir einen Job gesucht von einer Elektrofirma in Dortmund und da auch eine Bude. Und dann habe ich erst mal ein halbes Jahr war ich in Dortmund. Und ich war gerade da im Frühjahr, da bekam ich einen Brief von meinem Vater mit einem Hinweis, es gibt eine Schule in Lübeck, nennt sich Physikalisch-Technische Lehranstalt, von einer private Schule mit Ausbildung zum technischen Assistenten für Physik. Und fragte mich, ob ich das machen wolle. Naja, nun warte ich ja gerade, war ich gerade angefangen in Dortmund, und im Moment geht's nicht. Außerdem fing das Semester schon im April an. Also, aber ich habe mich dann für den Herbst angemeldet. War also dann den Sommer über in Dortmund. Und im Herbst 1943 bin ich dann angefangen bei der PTL in Lübeck. Das ist eine private Hochschule, die ist jetzt in Wedel. PTL steht für? Physikalisch-Technische Lehranstalt. Und 1956 habe ich dann mein Examen gemacht als physikalisch-technischer Assistent und bin als solcher nach München gegangen, zu Siemens, Halbleiterentwicklung. Zu der Zeit hat der Chef der Schule, Dr. Professor Harms, war er bemüht, Ingenieurausbildung genehmigt zu kriegen. Das war aber noch nicht so weit. Das konnte ich auch nicht weitermachen. Und ich hatte auch kein Geld mehr. Ich war also gezwungen, dann erstmal in den Beruf zu gehen. Anderthalb Jahre war ich in München. Und dann bin ich zurückgegangen zur PTL, um die letzten beiden Semester zu machen und dann mein Eng zu machen. Dann habe ich im Herbst 1958 mein Ingenieurexamen gemacht und bin dann bei Philips Valvo hier in Hamburg angefangen in der Halbleiterentwicklung. Da war ich dann bis 62 und Ende 61, da ist ein Mädchen aus unserem Labor nach Southampton gegangen, ein Philips-Betrieb. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch gerne. Und habe dann meinen Boss, Oberboss angesprochen. Und er sagt, nee, also ihr Vater sei für einen Freund gewesen und er sei ihr persönlich dann verpflichtet und so weiter, aber für mich ging mir das nicht. Ich habe mir gesagt, wenn die Firma das nicht kann, innerhalb des Konzerns, dann muss ich das selbst als Unternehmen. Dann habe ich mich erkundigt, es war sehr schwer dann in die USA zu kommen. Ziel für mich war die USA, deshalb, das war der Ursprung der Halbleiterei, da ist der Transistor erfunden worden und das war das Mekka. Schwer hinzukommen, Einwanderungsbedingungen konnte ich nicht erfüllen. Aber ich erfuhr auch, dass viele Leute das über Kanada versuchen. Mit Kanada war einfacher, die brauchten Leute und von dort aus kann man dann das eher machen. Deswegen habe ich mir ein kanadisches Einreisevisum besorgt. Und dann habe ich mir die Fahrkarte gesorgt, auf dem griechischen Dampfer, die Arcadia, für Ende Oktober, Genau. Und Sie waren Passagier auf dem Dampfer oder haben mitgeholfen? Nein, ich war dann als Passagier. Ne? Damals gab es auch Passagierschifffahrt. Und da habe ich natürlich den Nordatlantik richtig kennengelernt. Das gab einen Sturm auf dem Nordatlantik mit Orkanböen zwölf. Und ich war so krank. Oh nee. Ich habe zwar nicht gekotzt, aber ich habe nur noch im Bett gelegen und nur noch ein bisschen schwarzen Tee getrunken, weil da nichts, konnte nichts hin. Und ich hatte einen jungen Mann von, glaube ich, Zeiss, der war aber von seiner Firma ausgeschickt. Mit in der Kabine. Der hat nichts gemerkt. Der war seefest. Und der hat mir dann erzählt, was an Bord los war. Mit alle Türen natürlich dicht
überall Zampen gespannt und in dem Speisesaal nichts los, das Geschirr von den Tischen gerutscht und kaputt. Also das war schlimm. Aber auf der anderen Seite, wenn man auf den Bullau geguckt hat, dass ein Sturm auf den Atlantik, das ist ja ein Ereignis. Das ist das eindrucksvoll. Aber immerhin, ich habe sie überstanden und das Allerschlimmste ist ja nicht das Schaukeln von dem Schiff. Das war ein Schiff etwa 20.000 Tonnen. Wenn das Schiff dann auf dem Wellenklang ist und dann ins Wellental hineinfällt, dann sagt das Rums und dann, dann vibriert das ganze Schiff. Und das ist das Allerschlimmste, dieses Vibrieren. Und ich war heilfroh, als ich dann den Leuchtturm von Neufundland entdeckt hatte. Oh, war das schön. Und dann lassen wir den Lorenz-Traum rauf. Ja, wir sind nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte. Und mein Ziel war Toronto.